Hallo Leute und herzlich willkommen. Und wenn dieses Let's Play, dieser Teil jetzt mal nicht gut anfängt hier, wir töten gleich mal ganz, ganz viele von diesen Boxen, weil wir die einfach nicht mögen. So kann man es natürlich sagen. Und ich hoffe jetzt mal, dass diese eine kleine Box uns nicht gleich angreift. Jetzt habe ich zu wenig von dem Zeug und jetzt machen wir einfach so und jetzt machen wir so. Und ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas rafft. Ich höre hier schon fast nichts mehr. Ich weiß gar nicht, wie laut ich jetzt reden muss, damit noch irgendeiner was kapiert. Und hier haben wir zwei von diesen schönen Boxen. Das brauchen wir schon mal gar nicht. Und das blöde Vieh sammelt einfach alles ein hier. Egal. Egal, egal. Deswegen mag ich diese kleinen Viecher nicht. Jetzt habt ihr das mal gesehen. Es hat einfach alles geklaut. Eiskalt hat es alles geklaut. Ich meine, okay, mir gehört es jetzt auch nicht wirklich. Aber er hat wenigstens nichts dagegen, dass ich es wegnehme, weißt du? Aber... beziehungsweise wisst ihr. Naja, egal. Ich mag die Viecher nicht. Natürlich würde ich auch gerne selber eins haben. Aber so ist das nun mal eben mit Pets. Naja. Die hängen so ineinander. Wie das aussehen würde, wenn die nicht ineinander laufen könnten. Das wäre aber ziemlich voll hier, der Haufen, du. Naja, können sie aber zum Glück. Und ja, ich glaube, er ist zufrieden mit denen, die er hat. Und dann hauen wir einfach mal wieder drauf. Denn das können wir doch ziemlich gut. Finde ich jetzt mal. Bumm. Hau drauf. Oh, ich hab nicht genug. Also das ist noch nicht ganz perfekt irgendwie hier. Bumm. Ich bräuchte noch ein bisschen mehr hier von MP-Ding da. Wobei, ich meine, das Viech hat jetzt auch irgendwelche Sachen eingesammelt und man weiß gar nicht, was das Ganze ist. So. Er ist schon wieder losgerannt hier. Ich gucke jetzt noch mal ganz kurz nach. Ein bisschen mehr FP, bitte. Das müsste doch eigentlich auch hier sein. Hier. Ja, FP-Rate wird auch erhöht. So, machen wir einfach mal so. Und wir haben ein bisschen mehr. Ein bisschen, ein sehr bisschen, aber egal. Besser ein bisschen mehr als gar nichts mehr, ne? So kann man es auch sagen. Auch wenn es nicht schön ausgedrückt ist. Naja, jetzt klaut er hier meinem doch glatt die ganzen Boxen weg. Naja. So, also hier gibt es ja echt genug, wie man auch immer wieder sieht hier. Soll reichen, dann hauen wir mal wieder drauf. Bum, bum, bum. Wie, es reicht schon wieder nicht. Gibt's doch gar nicht. Also ich habe jetzt sage und schreibe in dieser Zeit jetzt hier, die er mich schon levelt, schon fast, also irgendwie, ich schätze es jetzt mal 21 oder was von diesem Giggleland oder was auch immer gesammelt. 25 schon, also ich bin schon weit über dem Quest-Item-Limit für eben die Quest, schätze ich mal. Schätze ich sehr stark. Und jetzt warten wir einfach noch mal ganz kurz, bis es hier voll ist. Das dürfte nämlich auch ziemlich bald passieren. So. Oh, das reicht doch so, genau. Das ist einfach perfekt hier. Man muss nur auf einen die Attacke machen und schon ist schon das Ganze fertig. Haut auf und noch einmal wahrscheinlich. Und jetzt habe ich wieder nicht genug. Bumm. Umgefallen. Ah, ich weiß, warum das ist. Ich bin nicht mehr gebufft. Aha, aha, aha. Ja, ja, okay, das ist irgendwie auch logisch. Egal. Ich würde sagen, hier, das Level machen wir noch. Und dann fliege ich auch mal wieder in die Stadt. Entrümpel mein Inventar. Buff mich mal wieder und ja. Ich denke mal, dann ist es auch nicht mehr so spannend für ihn hier. Weil ich meine, er macht nichts und er hat eigentlich keinen Erfolg bzw. keinen Sinn daraus. Er hilft mir eben und das ist sehr nett. Aber sonst mehr hat er auch keinen Erfolg, weil ich meine, ich kann ihm auch kein Geld geben oder so, weil ich einfach bitterarm bin und jetzt werde ich angegriffen. Das finde ich nicht gut.
aber er hat es gemerkt und hat mir die Box vom Hals geschafft. So, beziehungsweise ich könnte ihm sogar Geld geben, fällt mir dabei ein, aber ich meine, meine Beträge sind irgendwie jetzt nicht so berauschend, dass die irgendwie jetzt einen umhauen werden. Oh, jetzt habe ich wieder nicht genug. Jetzt hau drauf. So. Ach, die kann ich nicht. Und da haben wir wieder einen Trank, das ist sehr schön. Die sollten wir irgendwie öfter kriegen, weil die brauche ich auch immer manchmal. So, den ziehen wir uns da wieder rein. Und ich denke mal, für den Anlauf reicht der jetzt locker noch. Und dann bin ich schon Level 30. Also das ist doch echt hier ziemlich, ziemlich schnell. Normal müsste ich jetzt, ich weiß gar nicht, ich war ja gerade bei den... Ich war gerade bei den Mias oder was. Und dann wurde ich schon direkt gelevelt. Dann waren wir ja erst bei diesen Clock-Typen, Frauen, keine Ahnung, Agents oder so heißen die ja. Da waren wir, da wurde ich ziemlich schnell hochgelevelt und dann war ich jetzt hier die Ewigkeit. Und ja, also irgendwie das, die letzten 10 Level gingen echt wie im Fluge, kann man echt sagen. Und das hier nervt mich jetzt ziemlich, dass das nie geht hier. So. Boom. Level up. So, macht er noch weiter? Macht er noch weiter? Wenn er weitermacht, dann habe ich natürlich nichts dagegen. Ich schreibe ihm einfach mal. Ah, Moment, jetzt habe ich wieder was falsch gemacht. So. So, also das Neue gefällt mir irgendwie jetzt auch nicht so ziemlich, weil jetzt kackt's. Jetzt ist irgendwie so, dass es abkackt, beziehungsweise... Okay, was ich versucht habe zu sagen. Früher war es so, dass dann eben immer kam, Serververbindungen irgendwie getrennt oder was weiß ich für ein Müll. Und jetzt ist es irgendwie immer so, dass einfach Fliff abstürzt. Also auf einmal ist Fliff weg. Fragt mich jetzt nicht, was das ist. Woran das liegt oder keine Ahnung. Es kann natürlich auch sein, dass es jetzt einfach nur momentan noch eben an den Serverproblemen liegt sozusagen, also weil es ist ja jetzt auch alles neu hier gemacht worden und so weiter, dass das eben jetzt dadurch einfach ja noch nicht ganz hundertprozentig klappt. Kann man auch noch keinen verübeln, wenn es so ist. Und jetzt werden wir ihn mal eben wieder suchen hier, weil online ist er ja noch. Da ist er doch. Und er hat irgendwie die ganze Wiese geholt, habe ich das Gefühl. Und da hauen wir jetzt mal aber ordentlich drauf, weil das dürfte jetzt ziemlich, 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 ziemlich viel bringen. So, jetzt muss ich mich mal eben organisieren hier. So, ich will die auch leben, dann töten wir doch erstmal die hier. Und jetzt brauche ich MP oder was für ein Ding, was cool habe ich, das habe ich doch irgendwo, oder? Nee, nicht MP, FP brauche ich, wo ist es denn? Komm schon, HP. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich muss doch was haben. Hier. Passt. Zack. Null. Null. Hau drauf jetzt. Boom. Jawohl. So muss das sein. Okay. Also das war jetzt mal der perfekte Umbringer. Oder wie man es auch immer nennen will. Auf jeden Fall, ja, keine Ahnung, warum das immer abstürzt, aber wie gesagt, könnte dann einfach ein Serverproblem liegen. Also ich habe das Gefühl, das war jetzt aber ziemlich die ganze Wiese. Habe ich jetzt echt mal irgendwie das Gefühl. Aber okay. Stört mich nicht. Und es hat immer wieder, es hat jetzt, also natürlich komme ich jetzt auch langsamer hoch. Die ganzen Viecher sind jetzt circa das gleiche Level wie ich, beziehungsweise noch ein Level bin ich drunter, ja, aber naja. Das ist jetzt nicht mehr so der riesen Levelunterschied. Waffen kann ich leider nicht. Thank you.
So, und noch einmal und anderen markieren und nochmal draufhauen. Ach, jetzt brauchen wir hier einen kleinen Trank, aber der soll uns auch nicht zu teuer sein. Und den kann ich nicht töten. Ja, dann hau nochmal drauf. Um. Wie jetzt? So. Die letzte Box hat es auch endlich geschafft. Und es geht schon knallhart wieder weiter hier. Und jetzt haben wir auch noch Mantis hier drin. Okay, nicht schlecht. Wir könnten auch mal langsam wieder zu anderen Viechern gehen, fände ich. Beziehungsweise einfach mal, ja, zu anderen Viecher gehen. Was sind denn die nächststärken? Gucke ich gleich mal nach. Brauchen wir die Dinger hier? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Egal. Ich sage jetzt einfach mal, wir brauchen sie nicht. Und wenn, dann wissen wir jetzt, dass sie hier sind. Und da wieder das Zeichen, dass wir draufhauen sollen, beziehungsweise er bleibt stehen kurze Zeit. Das heißt, wir hauen einfach drauf. Und noch einmal. Vier und jetzt aber nochmal. Hopp, hau drauf. Bumm. Und man sieht jetzt schon, ich ziehe dem hier schon ziemlich was ab. Wenn ich ihn mal treffe, dann ziehe ich ihm was ab. Ich treffe ihn irgendwie nicht. So, jetzt habe ich genug von dir, jetzt habe ich dich so platt. Hallo, stirbst du mal heute noch? Ich glaube, an der habe ich jetzt länger gebraucht als an allen anderen, die hier noch rumgelaufen sind. Achso, Karadin, ja, das habe ich dann, da habe ich ja keinen Platz mehr für. Das nervt mich jetzt aber auch irgendwie. Habe ich nicht noch irgendwie etwas Platz schaffen? 150, ja, die brauchen wir ja nicht. 15 Stück, ja, die werfen wir jetzt einfach mal weg, fertig ist. Und aufheben, 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 aufheben. Ach, das wollen wir doch nicht aufheben. So, das wollen wir aufheben. So, wo ist er, wo ist er? Hilfe, da hinten ist er. Immer da, wo die ganzen vielen Viecher sind. Und da hauen wir einfach wieder drauf, als wenn wir verrückt wären. Um. So, jetzt nimmt er wieder was anderes in die Hand. Aha, jetzt wird's was macht er jetzt? Okay. Sieht auch mal lustig aus. Keine Ahnung, was das für eine Attacke ist. Ich habe sie ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Und irgendwie schwebt er auch so über den Boden jetzt. Sieht zumindest so aus. Naja, keine Ahnung. Ich schreibe ihm gleich nochmal, dass er nicht ewig muss. Nicht, weil ich nicht mehr will, sondern ja, ich meine, wird auch etwas langweilig mit der Zeit. Könnte ich verstehen. Ah, und es könnte sogar sein, dass es jetzt besser passt, weil jetzt hat er den Viechern schon ein bisschen was abgezogen. Jetzt könnte ich mit dem Eimer C durchkommen. Und tatsächlich, es hat geklappt. Vielleicht war es extra. Wenn es extra war, gute Idee. So, das ganze Zeug brauchen wir nicht. Die können wir natürlich wieder nicht aufnehmen. So, wo ist er? Wo ist er? Den hinten schwebt er schon wieder rum. Er ist auch irgendwie schneller als ich, habe ich das Gefühl. So. Und wo ist er? Da ist schon wieder die ganze Reihe hinter ihm. Diesmal hat er es auf jeden Fall gelesen, weil mein Spiel nicht eine Sekunde danach abgekackt ist. So, den nimmt er noch und... Aber letztes Mal hat er echt die ganze Wiese hinter sich gehabt. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt.
So sah es zumindest aus. Was will denn die eine Box hier eigentlich? Das soll mir mal einer sagen. So, okay. So, noch eine Box selber erledigt. Passiert hier ja auch nicht oft. Und das willst du noch aufheben, habe ich jetzt beschlossen. So, Timer, sei ruhig. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da ist er. Ich würde sagen, im nächsten Part packen wir dann die 31. So lange hat er ja gesagt, will er uns noch hochleveln. Ich sage mal wieder, danke fürs Zuschauen. Kommentiert, bewertet und abonniert mich, wenn es euch gefallen hat. Was ich natürlich wie immer hoffe. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!